diese 7 Steinsäulen, die aus dem Nichts da aufragen, auf dem Hochplateau mitten im Ural. Das ist einfach ein unwirklicher Ort. Und jetzt, wenn ich so im Zug sitze und mir diese Bilder nochmal so Revue passieren lasse, dann war es sicherlich so eine der beeindruckendsten Expeditionen, die ich jemals durchgeführt habe. I'm a little bit wondering about if it's possible to climb the Mampu Punior, or if it's such a holy thing that it's absolutely forbidden. You should make an offer. He wasn't born here? He was a prison. He was a prison here? Yeah. Here? Yeah. He was in prison 5 times. And last time, he was in prison 5 years. Das war so eine beklemmende Situation während der Anreise, dass wir eigentlich nur noch in die Weite aufbrechen wollten, raus in die Natur und das ganze Bedrückende so zurücklassen. In der Frühjahr zu 42, 43 Grad kannst du denken, wenn man das ist jetzt auch nach wie vor auch um die 40 Grad hat. Das Thema ist halt, dass wir, wenn wir da hochkommen sollten, wir auch wieder zurückkommen müssen. Wir kapseln uns jetzt auf alle Fälle mal ab, sonst kommen wir da nie hin. Hilft nichts. Also da siegt der Mensch über die Maschine. Die Neugier ist eigentlich in dem Fall das Ziel. Die Neugier nach wie vor aufbrechen zu können. Und zu sagen, gut, das interessiert mich jetzt. Dann klar kannst du dir alles aus dem Internet rausziehen, aber das selber erleben zu können, wenn du hier aufbrichst, wenn du tagelang bei minus 20, minus 30 Grad da durch den Wald dir einen Weg irgendwie erarbeiten musst, das ist halt das, um was es geht. Ich will das halt selber auch erspüren, ich will das selber erleben, was das bedeutet, sich diesen Weg hierher zu erarbeiten. Wenn du dir ein Ziel erarbeiten musst, wenn du auch dafür leiden musst, das kann dir niemand abnehmen. Und dann wirst du definitiv auch mehr sehen, als was man auf einem Bild abbilden kann.